Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Game Dev Tycoon. Ja, wir haben hier gerade eine Dankesnachricht von den Entwicklern bekommen, die einprogrammiert wurde. Also nicht persönlich von denen. Na, eigentlich schon, ist ja wurscht. Ehrlich, du rockst, vielen Dank. Und viel Spaß mit Game Dev Tycoon. Patrick und Daniel, Clark, Klug, Dingsbums, Greenheart Games und dann irgendeine Website von denen. Ja gut, wir sind jetzt... Meine Auftragsarbeit. Ich weiß nicht. Wir können ja mal eine machen. Bibliotheken hier, das könnten wir mal machen. Oder? Ach, wir testen ein Spiel, das dauert nicht so lange. Restdauer. Oh oh, ob wir das schaffen. Und... Auftrag erfolgreich, danke für Ihre schnelle Arbeit. Wir werden 11.000 auf Ihr Konto überweisen. Oh, das ist auch schön. Jason hier, ich habe gerade vom Kunden gehört, dass der Vertrag erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde. Ausgezeichnete Arbeit. Normalerweise kriege ich alle 6 Monate neue Aufträge rein. Schauen Sie doch später nochmal nach. Ja, immer wenn wir gerade nichts zu tun haben. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal wieder... Haben wir schon einen Bericht geschrieben, Hall of Pöbel? Ich glaube ja. Oder? Ja, denke ich mal. Okay, neues Spiel entwickeln. Thema. Ich gucke hier einfach nochmal in der Spielehistorie nach. Was bis jetzt unser bestes Spiel war, war ja nicht so viel. 6,25, 5,5. Maul of Pöbel und Aliens Attack. Ich würde da gerne irgend so ein Autorennspiel machen. Das geht aber ja leider nicht. Dann gucke ich hier nochmal eben bei der Forschung, was wir da noch so haben. Neues Thema: Musik, Mittelalter, Evolution. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal Mittelalter Forschung beginnen. Und ich glaube, Maul of Pöbel wird gleich vom Markt genommen. Jupp, Maul of Pöbel wurde vom Markt genommen. Es wurden 13.906 Einheiten verkauft und 97.363 Euro Umsatz erzielt oder allgemein Umsatz erzielt. Okay. Zack, Forschung beendet. Du hast erfolgreich ein neues Thema erforscht. Mittelalter. Okay. Ja, neues Spiel entwickeln. Wie ist das Spiel noch? Der Römer. Das ist zwar ein bisschen geklaut. War nicht ganz genau der Name, aber so ähnlich. Okay. Das wird natürlich ein Strategiespiel. Ja, fast 60%, der kostet aber 15.000 mehr. Ich weiß nicht, wollen wir das jetzt dafür wieder machen oder? Ach komm. Weiter. Ja, Entwicklung starten. Oh, gleich ein Bug, das ist schon mal kacke. Story. Wie war denn das da? Hatte ich da eine Story? Nö. Engine und Gameplay, das reicht. Und gleich wieder noch ein paar Bugs. Okay, Dialoge war auch keiner da. Level Design war gut. Künstliche Intelligenz. Was meinen die damit, so Aliens oder? Na, ich glaube. Na, wobei, ich weiß nicht. Mittelalter Strategie.
Eigentlich nicht, ist ein altes Spiel, das sollte so eigentlich reichen. Oh, Nachrichten. Heute wurde die neue Plattform TES von Nintendo veröffentlicht. Ja, geil. Dafür könnten wir, wenn es nicht zu teuer ist, auch mal ein Spiel entwickeln. Lokalnachrichten. Hi, ich bin Caroline Richards. Ja, glaube ich, so spricht man das aus. Von den Lokalnachrichten. Ich habe Gerüchte gehört, dass sie bereits an einem neuen Spiel arbeiten und würde gerne ein Interview darüber machen. Haben Sie etwas Zeit für mich? Klar. Super, vielen Dank für Ihre Zeit. Das Interview wird bald veröffentlicht. Ja, bisschen Public machen oder ein bisschen. Okay, Lokalnachrichten. BMS, ein Start-up-Unternehmen aus unserer Region, versucht gerade in der Spielebranche ganz groß rauszukommen. Das Unternehmen hat bereits 3 Spiele veröffentlicht und arbeitet gerade sehr intensiv am nächsten. Ballermann hat das Unternehmen gegründet und verrät in einem Interview, dass es ein Mittelalter-Strategiespiel wird. Okay, ich habe eigentlich gar nichts gesagt, aber naja, anscheinend ja doch. Diese Kombination ist für die Firma absolutes Neuland. Es ist schön zu sehen, wie ein kleines Unternehmen aus der Region gerade dabei ist, in eine neue aufregende Branche einzusteigen. Wir wünschen BMS dabei alles Gute. Ach, ich wollte gerade was trinken. Tutorial: Ein großartiges Spiel zu entwickeln ist nicht der einzige Weg zum Erfolg. Es ist wichtig, einen Hype um ein Spiel zu generieren, um Begeisterung unter den Spielern hervorzurufen. Oh, wir haben schon Hype 4, das ist schön. Am Anfang deiner, das steht übrigens hier, falls ihr es nicht wisst, vielleicht seht ihr die Maus auch nicht, das weiß ich auch nicht. Am Anfang deiner Karriere wird Hype meist durch Zufallsereignisse erzeugt. Sobald du mehr Erfahrung gesammelt hast, kannst du Marketingkampagnen und andere Strategien nutzen, um Hype zu generieren. Schön. Das hier war wahrscheinlich durch das Interview. Okay, der Römer, Mittelalter-Strategiespiel. Spielweltdesign sollte gut sein. Sound, man sollte auch irgendwie was hören. Hier so ein bisschen Hintergrundmusik, ist ja sonst langweilig. Dann machen wir mal so. Spielweltdesign und Grafik. Das machen wir mal so. Halb 5 schauen wir mal. Halb 6. Bugs noch eben wegmachen. Okay, wir haben wahrscheinlich ein Design einen neuen Rekord, oder? Ja. Dafür Technologie nicht, das ist egal. Okay, jetzt habe ich gerade mal Zeit, was zu trinken. Deswegen mute ich mich kurz. Bis gleich. Ich habe die Flasche gerade irgendwie nicht gefunden, zumindest erst die falsche in der Hand gehabt. Ist ziemlich dunkel hier. Ja. Und die erste Spielbewertung ist schon wieder da für der Römer. Oh, scheiße. Ich habe eine 1 gesehen. Oh, scheiße. Gar nicht gut. 6. Oh, oh. Macht teilweise Spaß, sagt Game Hero. Form Gamer sagt, könnte besser sein, eine 6 von den Star Games, eine 4, naja, und All Games habe schon besseres gesehen. Das war jetzt ein bisschen enttäuschend, vielleicht hilft uns der Hype bisschen, dass wir da besser rauskommen, aber ne, die Verkaufszahlen sind auch nicht so hoch. Naja, Spielbericht erstellen. Für der Römer. Da habe ich jetzt echt gedacht, dass es besser wird. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von der Römer ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Erstens, Mittelalter und Strategie ist eine großartige Kombination. Ich habe das jetzt mal verbessert vorgelesen. Oh mein Gott. Zweitens, Level Design scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein.
Drittens, Sound scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Viertens, Plattform, Genre, Übereinstimmungen, Strategie, G64, großartigen. Hä, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber dass Sound so wichtig ist, wusste ich nicht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, naja. 12.000 haben wir jetzt schon verkauft, okay, das macht sich wieder bezahlt. Wir können nochmal Forschung gucken. Alternative Geschichte. Evolution. Ich weiß nicht. Was wird denn unter alternative Geschichte verstanden? So Piraten, oder? Das ist eher Mittelalter. Sonst war Musik machen damals in. Weiß ich nicht, denn. Erforschen einfach mal Musik. Wir können hier den etwas bewegen. Okay. Und wir sind schon wieder bei 11 Minuten. Naja. Du hast erfolgreich ein neues Thema erforscht. Musik. Können wir mal bei den Aufträgen gucken. 4 Wochen Design von Spielcharakteren. Oder Charakteren. Dauert alles einen Monat. Nee, dann fange ich lieber schon mal mit einem neuen Spiel an. Musik. Genre. Simulation nicht. Abenteuer, was ist denn das? So wie SingStar oder sowas. Wobei das ja auch nicht möglich ist. Weil es ja noch kein Mikro gibt. Zumindest nicht für den PC. Dann würde ich sagen, eine Simulation ist es auch nicht. Haben, wenn überhaupt, ein Rollenspiel, das würde jetzt am ehesten dazu passen. Oh Gott, Lizenzkosten 80.000. Oh Gott. Oh, Strategiespiele. Okay, dann blasen wir das jetzt einfach mal ab. Und dann machen wir halt ein Strategiespiel draus. Oder wird das mit Film? Ich glaube, mit den Filmen, dass man dann im Spiel einen erstellen soll mit solch Kino-Kram und sowas. Strategie. Okay. Movistar Planet. Das kommt mir irgendwoher bekannt vor, aber das ist kein Spiel. Movistar Planet. Alles natürlich auseinandergeschrieben. Und weiter geht's. Ne, das ist schon gut so. Okay, wird gestartet. Der Römer wurde vom Markt genommen. Es wurden 15.135 Einheiten verkauft und 105.980 Umsatz erzielt. Das finde ich schon, ja, ganz gut. Okay. Die Story brauche ich für so ein. Wobei mal eben überlegen. Ein Filmspiel, braucht man da eine Story? Oder Aufgaben, was man machen soll? Kann man so ein bisschen machen. Die Engine können wir runterschrauben. Das Gameplay. Also. Okay. Story und die Quests. Okay, Movistar Planet. Künstliche Intelligenz brauchen wir da gar nicht, das ist schon gut. So, Dialoge wird das auch mit den Singen oder so genommen. Oder künstliche Intelligenz ist. Ich glaube, das ist wirklich so, dass die eigenen Leute ein bisschen intelligent sein müssen.
Naja, wir werden es ja dann in dem Bericht sehen. Ja, was anderes haben wir ja nicht. Okay. Grafik muss nicht so hoch sein. Spielweltdesign auch nicht, aber Sound muss sehr hoch sein. Und das Telefon klingelt schon wieder. Ich guck mal eben, wer das ist. Okay, kein wichtiger. Und den letzten Bug entfernt. Ey, kein neuer Rekord hierbei. Aber naja. Oh, Levelaufstieg in einigen Sachen. Story und Quests und Dialoge. Sound auch. Und naja. Okay, dann veröffentlichen wir das Spiel einfach mal und hoffen, dass das mal ein etwas besserer Erfolg wird. Wir haben erste Bewertungen für unser neues Spiel Movie Star Planet erhalten. Und ja, das Let's Play ist leider vorbei, aber das gucken wir uns eben nochmal an. Stargames gibt uns eine 5 und sagt, hat seine Momente, informt Gamer eine 6 und ich mag es. Okay, Game Hero könnte besser sein, eine 6. Okay, Strategiespiele funktionieren gut auf G64, sagt All Games und gibt uns eine 6. Also ich würde es schöner finden, wenn bessere Bewertungen für uns da wären. Aber naja, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Let's Play wieder. Und dort werde ich mehrere Texte auf jeden Fall vorlesen. Und dann gucken wir, wie gut sich Movie Star Planet auf dem Markt verkaufen lässt. Bis dann, tschüss. Everybody know we stay yokin'. Everybody know we stay yokin'.